auf dem Boot da draufsetzen, ja? Wir wollten erst mal eine Firma, wo als Chefkontakt hatte eine von meinem Schulkollege, hatte sie Großvater in Eigenarbeit, war ja sich zu kaufen. Hat das gebaut. Also funktionsfähig. Hast halt nur im Hallenbad fahren lassen, ne? Weil das siehst du ja nicht mehr. Aber wirklich so richtig blub blub runtergehen und so. Ging ja ganz stark. Oder schön Busch in Teilschreiber, als Laufen fahren. Der hatte damals den gebaut. Keller, Hobbyraum rein. Ging's los. Kanonenboot, Titanic, keine Ahnung, alles selber gebaut. Richtig, aber der macht keine Pause. Alles selber gebaut. Nicht so. Und mein Baby ist das U-Boot, das ist Ferdinand, oder? Doch, voll funktionsfähig, mit Tauchen und alles. Ich hatte mal eine sowas ganz. Mach es mal aus! 17 haben wir meine Eltern mal so ein Panda-Geschäft, so ein Fliege und so. Prost! Bin ich auch nur 3-4 Mal geflogen, dann habe ich so dermaßen runter in den Boden gestampft. Da war nicht mehr viel. Ja, da gibt es in Hirsbach einen, der hat komplette 2 Garagen voll mit 5-6 Flugzeugen. Ich kann ja keine Dinge dabei.